der Westafrikaner, Westafrikanerinnen. Dann müsst ihr nur wissen, wann die Betonung kommt, Herr Hagemann. Schön. Sorry dafür. 2 Uhr deutscher Zeit. Uhr kanadischer Zeit. 6 Stunden Montreal. Ja, zurück gegenüber der mitteleuropäischen Zeit. Wechsel. Rebecca Knaack kann nicht weitermachen. Das ist sicherlich diese Verletzung, die sie sich dazugezogen hat, als er in den Kunstrasen trat. Das sah nicht gut aus. Und Joelle Wedemeyer noch mit dabei. Joelle Wedemeyer vom VfL Wolfsburg. 18 Jahre hier geworden am 12. August. Es ist ihr erster Einsatz. Marie-Joëlle Wedemeyer. Alles Gute. Und dann erster Einsatz im WM-Finale. Durch gute Besserung an Rebecca Knaack. Wir hoffen mal, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Wedemeyer übernimmt den Platz in der Innenverteidigung. Mannschaft von links nach rechts. Nigeria in grün. Sarah Däbritz. Ja, das ist so offen da im Zentrum. Und dann spielen sie es eben nach außen, um das Spiel breit zu machen. 3 gegen 3. Nicht ideal von Gideon in die Mitte, aber Rieke Diekmann mit zurückgerückt. Rauch, Magul, gut gespielt. Panfil, gut gespielt, weil präzise gespielt. Panfil läuft mir ein bisschen, wenn sie den Ball hat, zu viel mit selbigen. Rauch. Wir sind natürlich verbunden auch mit deutschen Lager, wenn wir was wissen in Bezug auf Rebecca Knaack, werden wir Ihnen das natürlich mitteilen, oder werde ich Ihnen das mitteilen. Die erste Information, die ich bekommen habe von Pressesprecherin Annette Seitz, Fußverletzung, also nichts mit dem Knie wohl, aber genaueres weiß man noch nicht bei der Leverkusenerin. Einwurf Nigeria, lange schon zusammen dieses Team, auch in der Vorbereitung schon. Harte Vorbereitung. Also seit 2,5, 3 Monaten schon zusammengezogen worden. Viele kennen sich schon aus vergangenen Turnieren. Gerade bei der U17-WM vor 2 Jahren. Als es aus im Viertelfinale kam. Nach Elfmeterschießen gegen Frankreich. Frankreich holte sich ja dann später den Titel in Aserbaidschan. Erste Aktion Wedemeyer. Gucken wir da nochmal drauf. Magul. Panfil, da ist ein bisschen Raum. Petermann, freie Schussbahn. Hat sie, glaube ich, nicht gesehen. Petermann bringt den Ball aber rüber. Sarah Däbritz. Und Sandra Cici
Ich glaube, Petermann war zu überrascht, wie viel Platz sie da plötzlich hatte. Da haben wir es. Sarah Debritz auf dem etwas schwächeren rechten Fuß. Gute Chance. Oshuala, ja, die ist sich auch nicht zu schade dafür, nach hinten mitzuarbeiten. Auch gegen Nordkorea mal ganz kurz in der Innenverteidigung ausgeholfen. Dann dieser lange Ball, wunderbar gespielt. Auf Dieke. Gute Stellungsspiel von Gideon. Wirklich erstaunlich, welche Ruhe auch Michael Kemper da hinten drin hat. Wechsel Nigeria. Courtney Dieke geht. Ja, ein bisschen überraschend. Ein gutes Spiel gemacht. Zwei Tore erzielt in diesem Turnier, aber die jetzt kommt, brandgefährlich. Uchechi Sunde. Was die schon mitgemacht hat. ...19 Jahre alt, war bei der U20-WM vor 4 Jahren in Deutschland schon mit dabei, als 15-Jährige. Ist immer eingewechselt worden im Verlauf dieses Turniers. Extrem kopfballstark, obwohl sie noch gar kein Kopfballtor gemacht hat. Und hat auch bei der AWM 2011 mitgewirkt. 2012 bei der U20-WM. In Japan nicht nominiert worden. Aber die hat schon Erfahrung. Und extrem gefährlich. Und Marcus Oshuala zieht sich auch so ein bisschen zurück jetzt. Die Spielerin mit der Nummer 4. Sunday spielt vor ihr. Also das mögen die beiden. Die kennen sich aus dem Verein. Sunday sagt ganz klar, wenn Oshuala etwas hängender spielt, das kommt mir zugute. Eine hochinteressante Spielerin mit der Nummer 20. 3 Turniertore schon erzielt. Und die hat gesagt, noch ein Finale will sie nicht verlieren. Wie eben vor 4 Jahren. Bremer mit Petermann. Der letzte Tick. Doppelt. Da muss der Ball gewinnen natürlich dann her. Jetzt kommt noch Felicitas Rauch hinzu. Magul. Oshuala. Boah, die ist einfach gut. Oshuala. Nochmal Oshuala mit Glück. Aber ich glaube, die will es heute allen noch mal so richtig zeigen. Und ihr fehlt vielleicht so ein Tick Lockerheit, die auch entscheidend ist für eine entsprechende Kaltschnäuzigkeit. Heute ist halt Finale. Guter Ball in die Schnittstelle mal. Kein Foul, sagt Caroline Chenard, die kanadische Unparteiische. Insgesamt auch sehr faires Spiel, wobei ja so eine Menge auf dem Spiel steht. Das soll nochmal erwähnt, Sylvia Knight ist da, die Bundestrainerin. Steffi Jones, der Generalsekretär Dr. Helmut Sandrock. In der Heimat wird mitgefiebert. Sunday. Wedemeyer dazwischen. Magul. Ja, hat sich erstmal umgeguckt, hat Platz, hat Zeit und spielt einen klugen Ball.
Manju Wilde. Teresa Panfil. Gefährlich. Oshuala. In der Mitte ist Überzahl. Kemper zur Stelle. Es ist spannend, gar keine Frage. Es ist richtig spannend. Sunday. Groß gewachsen, auch schnell. Gerade schnell mit Ball am Fuß. Über 1,80 lang. Ist die größte Spielerin überhaupt. Nicht nur im kompletten Kader Nigerias, auch wenn man den deutschen Kader daneben legt. Rivers Angels. Ihr Verein in Nigeria. Laufen von Wedemeyer, gibt ihr Sicherheit. Eckball Nigeria. Muss ein bisschen aufpassen. Auf die kopfballstarke Sunday. Und Joel Wedemeyer. Peter Dedevbo. Sunday auch mit 10 Tonnen in der Quali, die erfolgreichste. Kemper, so Frühtor war schon gerufen. Ganz sicher, runtergepflückt. Klassiker Rottenberg, auch eine exzellente Torhüter-Trainerin. Zweimalige Weltmeisterin. Ja, nur Weltmeister im Trainerteam. Mit Maren Meiner 2003, mit Bettina Wiegmann, Silke Rottenberg und mit der Teammanagerin Renate Lingor. Degmann. Manju Wilde. Die Kapitänin Okoye. Eine deutsche Spielerin war da ganz kurz am Boden. Spiel läuft weiter über Oshuala. Die sofort dann in die Spitze startet. Zande jetzt mal über links. Da sehen Sie diese Positionswechsel. Bremer. Debritz jetzt auch mal über die rechte, Margulis, pardon. Den offensiveren Part spielt als Diekmann. Wechsel. Nina Margul, Stunde ist vorbei. Das ist ein bekannter Wechsel. Und nun kommt Kerst-Katrin Schermuli ins Spiel. Ja, die Kraft reicht halt noch nicht. Nach der langen Verletzungspause Nina Margul. Trotzdem ein ordentliches Turnier. Sie kann natürlich noch mehr, aber dafür, dass sie so lange verletzt fehlte, war das sehr ordentlich. Manju Wilde. Nun also Katrin Schermuli im Spiel von Eintracht Wetzlar. Ja,
Petermann. Super Ball für Bremer. Bremer, die traut sich was. Ah, legt sich den Ball einen Tick zu weit vor. Ball war über der Torauslinie. Ja. Katrin Schermoli zockt die Kugel mal kurz über die Linie. Netz hält. Ah, der letzte Kontakt, schade. Und Ball war klar mit vollem Durchmesser über der Linie. Von Pauline Bremer. Aus Göttingen. Mit 9 angefangen, Fußball zu spielen. Aufgrund des Filmes Die wilden Kerle. Dann wurde sie angemeldet. Er ist auch mit Jungs zusammengespielt, klar. Bei der SVG Göttingen. Und nun in der Bundesliga mit Potsdam unterwegs. Was sie nächstes Jahr Abi. Dann an der Sportschule. In Potsdam. Hervorragende Bedingungen da. Wirklich eine so von 0 auf 100. Und dieser so erfahrene Coach Bernd Schröder auch einmal gesagt über Pauline Bremer. So einen Weg machen nicht viele. Gideon ist da. Und Gott sei Dank auch Manjo Wilde. Die haben schon eine Präsenz da vorne. Oshuala, Sunday und Ehesu. Etwas mehr als eine Stunde vorbei. Absolut ausgeglichen. 0:0 weiterhin. Nigeria mit mehr Torabschlüssen. Aber nicht viele kommen aufs Tor. Da liegen wir bei einer Statistik von 4:4. 50-50, Ballbesitz. Alles in jede Richtung im Moment möglich. Panfil, gute Ballannahme. Wedemeyer. Bremer mit Petermann. Ja, schade. Ein technischer Fehler. Theresa Panfil, die zweitkleinste im Kader, beziehungsweise im Turnier. 1,58. Eine leidenschaftliche Snowboarderin. Die U17 WM gespielt hat vor 2 Jahren. Verliert sie das Rauch. Deutsche Mannschaft im Grunde genommen, ja, nehmen wir mal China raus, wobei da fiel auch noch ein Tor hinten raus oder ja, 2. Immer mit sehr starken Schlussphasen, gerade die letzten 10 Minuten. Eine Mannschaft, die in der Lage ist, noch zuzusetzen, konditionell auf einem Top-Niveau, aber eben auch Nigeria. Also körperlich schenken sich beide hier nichts. Debritz, es kommt gut. Oh, Bremer. Hat sie mal Platz gehabt, Pauline Bremer. Jetzt die Kapitänsbinde trägt. Auch das automatisiert, nachdem Lina Magul runter ist. Freistoß Sarah Debritz. Kommt eigentlich ganz gut. War nicht perfekt. Wenn sie den aufs Tor bringt. Jetzt aber hochgradig gefährlich. Gideon. Wegmann. Debritz.
Nein. Das war mir auch ein bisschen zu einfach. Vorteil gibt's. Wenn daraus kein Vorteil entstanden wäre, hätte die Unparteiische abgepfiffen. Für mich wäre es kein Foulspiel gewesen. So läuft das Spiel weiter. Bremer mit Panfil. Die Idee war gut. Debritz. Schermoli. Überlässt Kemper, die einfach auch ein gutes Auge hat. Gute Spielübersicht. Eine mitspielende Torhüterin. Gefällt mir. Aber nicht erst seit heute. Petermann wird da weggecheckt vor den Augen der kanadischen Schiedsrichterin. Großzügig. Sehr zerfahrene Phase gerade. Wenig Struktur, wenig Ruhe am Ball. Kein absichtliches Handspiel. Schnelle Ballverluste auf beiden Seiten. Die wissen natürlich auch die Spielerinnen. Wir haben noch 25 Minuten. WM-Finale. Ein Fehler, der womöglich bestraft wird. Und es ist schwierig, diesen zu korrigieren, weil die Zeit natürlich auch immer knapper dann wird. Ein bisschen zu offen das Zentrum der deutschen Mannschaft. Viele technische Fehler jetzt auch. Gideon. Petermann. Ruhe am Ball fehlt. Achtung, Oshuala ist schnell. Die ist schnell, die Oshuala. Oshuala, abseits, abseits. Abseits. Azizat, Oshuala. Bettina Wiegmann links, Maren Meinert. Aber was die auch abläuft dann noch, ohne Ball, das ist schon bemerkenswert. Und mit Ball. Er ist recht. Panfil. Foulspiel an Petermann. Freistoß Deutschland. Hat sich Nodim ein bisschen wehgetan. Nigeria 2006, 2008 Viertelfinale raus gegen Brasilien respektive Frankreich, 2010 das Finale erreicht. Omnipräsent bei Weltmeisterschaften in diesem Jahrgang. Zuerst war es ja die U19-WM, seit 2006 die U20-WM. Debritz kommt gut, gefährlich! Neben Deutschland, USA und Brasilien ja die einzige Nation, die sich stets für eine Endrunde qualifizieren konnte. Eckball für die DFB-Mädels. Sarah Debritz führt aus. Mit Panfil, Debritz, mal eine andere Variante. Nächste Ecke hinterher. Bei Nodim wird es wohl erstmal weitergehen. Ja. Dritte Ecke Deutschland. 70. Minute. Ein WM-Final-Krimi. Debritz dreht ihn rein. Gute Standardsituation. Gute, ruhende Bälle von Sarah Debritz. Das war eng, das war knapp. Die Europameisterin. Petermann verpasst.
will 2016 wieder zurück nach Deutschland gehen. Anfang 2013 hat sie das Studium der Sportwissenschaften in Orlando aufgenommen. An der University of Central Florida. Fahne ist oben, abseits. Deutsche Mannschaft kann noch einmal wechseln, also Maren Meinert kann das. Nigeria noch zweimal. Ich gucke einfach schon mal so im Hinblick auf eine etwaige Verlängerung, die es ja dann geben würde, wenn es hier beim Unentschieden nach 90 Minuten bliebe. Aber Nigeria wirkt mir auch so ein bisschen müde. Mal weitermachen, die Spielerin mit der Nummer 6. Ayla hoch und weit und Kemper. Unnötig, da noch auf Kemper drauf zu gehen von Oshuala, aber Kemper pustet kurz durch, hustet gerade mal und dann war es das, gelb. Das war rücksichtslos von Sunday im Übrigen. So der Ausdruck dafür bei Rücksichtslosigkeit gibt es gelb. Ja, völlig unnötig von Uchechi Sunday da noch so reinzugehen. Man muss sie vorher abbrechen, das muss sie sehen. Schwaller drückt Manjo Wilde weg. Nächstes Foulspiel, Sunday, die natürlich jetzt ein bisschen aufpassen muss. Die bekommt ein paar ernste Worte mitgeteilt von Caroline Chénard. Geht dazu ungestüm einfach zu Werke. Chichi Sunday. Ja, die will eben nicht noch ein Finale verlieren. Ich habe das erwähnt. Jahren war sie mit dabei als 15-Jährige. Pauline Bremer und Felicitas Rauch auch nur waren die in Bochum bei der Eröffnungsfeier mit dabei. Der U15-Auswahl war damit beteiligt an der Choreografie. Und danach ging es auch mit der Motivation noch weiter nach oben. Genau das auch mal miterleben zu wollen, eine Fußballweltmeisterschaft. Petermann war fast das Missverständnis. Was war jetzt? Abseits oder wie? Ja. Abseits. Drücken Sie weiterhin die Daumen, liebe Fußballfreunde. Meine Herren, jetzt kommen Sie aber arg zu spät. Njoku, jetzt kommt ein bisschen härter rein. 0:0. Gleich bricht die Schlussviertelstunde an in diesem WM-Finale. Man braucht jetzt kein Prophet sein, kein Hellseher. Aber wer hier das erste Tor schießt, der wird wohl auf Frauen U20 Weltmeister werden. Felicitas Rauch. Feli, wie sie genannt wird. Durchgang 2 nicht mehr
dem hohen Niveau. Das war ja nicht das allerhöchste Niveau in Durchgang 1. Das Spiel, ja, es lebt schon einfach jetzt von der Spannung, von der nahenden Dramatik. Alle wissen, was auf dem Spiel steht. Debritz kommt nicht richtig hin. Das ist Oshuala. Verzettelt sich. Nächster Ballverlust. Ist das zerfahren jetzt? Wer behält die Ruhe, die Übersicht? Auf geht's, Mädels, so ein bisschen mit deutscher Brille darf man ja hoffentlich kommentieren. Also ich tue es einfach. Auf geht's. Letzten 15 Minuten. Ja, in der Vorwärtsbewegung, aber auch die Nigerianerinnen viel zu ungenau jetzt. Langes Turnier. Klar macht sich auch irgendwann die Müdigkeit. Auch im Kopf bemerkbar. Für die Psyche auch. Anstrengend. Keiner will einen Fehler machen. Jeder will gewinnen. Die deutsche Mannschaft macht mir physisch noch einen ganz ordentlichen Eindruck. Peter Mann, Panfil, Bremer, zweiter Pfosten, Debritz, bekommt den Ball nicht ganz hin. Oshuala. Mit Sunday. Müsste noch Kraft haben. Njoku. Das ist Ayila. Ayila, Vorsicht. Oh, Gideon ganz abgebrüht, ganz souverän. Panfil. Bremer, jetzt mal Platz zum Kontern. Nigerianerinnen gut im Umschaltverhalten, auch auf die Defensive. Da haben sie eine Überzahl. Panfil. Es geht nur noch über den Willen. Debritz. Bremer. Da könnte sich was entwickeln. Bremer für Petermann. Petermann! Sandra Cici. Krampf bei Lena Petermann. Sie alles riskiert. Nigerias Torhüterin. Gut gespielt von Bremer. Im richtigen Moment. Guter Laufweg von Lena Petermann. Ich glaube, dann hat sie auch so ein bisschen den Kopf erwischt. Unglücklich natürlich, unbeabsichtigt. Im Grunde fast das beste Zuspiel in die Spitze. Oh ja, da bekommt sie, glaube ich, das Knie ab. Das linke von Lena Petermann, die Nigerianerin. Da hoffen wir natürlich, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Bei der jungen Sandra Cici. Ich hab's erwähnt, noch 16 Jahre alt. Ja, Maren Meinert. So viel erlebt in ihrer Karriere. 92 Länderspiele. Weltmeisterin geworden. Einmal Weltmeisterin mit der U20 geworden. ...2004 beim ersten Titel in Thailand. Da war Silvia Knight Trainerin. Damals Annike Kran, die Kapitänin. Eine Melanie Behringer mit dabei. Simone Lauder, Anja Mittag, Lena Gößling. Alle Nationalspielerinnen geworden. Das ist natürlich auch ein Sprungbrett, gar keine Frage. Der Frauenfußball hat sich enorm entwickelt.
Und die machen weiterhin hier gute Stimmung. Bisschen Laola durchs Olympic Stadium in Montreal. Wie ein spannendes, ein ausgeglichenes WM-Endspiel sehen. Und sie steht, und das ist gut so, Sandra Cicci. Deutsche Mannschaft in Durchgang 2. Mit gefährlicheren Aktionen im Spiel nach vorne. Nigeria spielt nicht mehr so klar, nicht mehr so zwingend. Aber die kleine Theresa Panfil wehrt sich, logisch. Linda Dallmann sitzt natürlich noch draußen. Offensive der deutschen Mannschaft, die Essenerin. Jennifer Gaugiegel vom FC Bayern, die am Freitag 18 Jahre alt wurde. Hat einige Geburtstage gehabt, nicht nur Vorjährigkeit gefeiert. Auch Linda Magul hat ihr Geburtstag gehabt, wurde 20. Das ist Debritz. Ja, schwer gegen zwei. War mehr drin. Oshuala holt sich die Bälle aus der Tiefe. Ayela. Das wird zu ungenau. 8,5 Minuten noch. Gibt es hier Verlängerung? Hinten raus bei dieser 7. WM-Auflage in dieser Altersklasse. Muss das sein? Drama. So wie bei der A-Nationalmannschaft in Brasilien gegen Argentinien. Gut, wenn es dann so ausgeht in der 113. Bitte. Und jetzt, liebe Fußballfreunde, lohnt es sich eh nicht ins Bett zu gehen. Jetzt müssen sie dranbleiben. Bremer. In den Rücken gespielt. Von Petermann. Die deutsche Mannschaft schiebt gut nach vorne. Versucht das Spiel hier zu aktivieren. Ja, Kemper zögerte da. Sunday. Guter Laufweg von Gideon. Sunday als letzte dran. Abstoß. Wer hat noch Kraftreserve? Petermann ist da. Jetzt gut unter Druck. Bremer. Aber viele Grüne da hinten. Bremer. Immerhin Eckball. Immerhin Eckball. Eine Standardsituation, gerade wenn die Kraft zur Neige geht. Immer ein probates Stilmittel. Und nach Standards waren sie auch schon erfolgreich im Verlaufe dieses Turniers. Wir erinnern uns, das Siegtor gegen Frankreich fiel auch nach einem ruhenden Ball. Auf geht's. Sie halten das Spiel vom eigenen Tor weit fern. Sie agieren mehr. Debritz kommt nah vors Tor. Cicci. Macht ein Riesenspiel. Diekmann. Zeit für Margarita Gideon. Manju Wilde. Ah, super Ball. Kein Abseits. Doch Abseits. Oh, ich dachte hier unten die 2. Okoye steht noch tief hinten drin. Super Ball von Manju Wilde. Für Lena Petermann. Jetzt gucken wir mal drauf. Ne, okay. Abseitsposition. Richtig. Hier war die Matchwinnerin. Gegen den U19-Europameister gegen Frankreich. Achtung! War dann Handspiel drin. Kemper rettet, aber kann nicht mehr retten. Aber Treffer zählt nicht. Treffer zählt nicht. Oh. Mädels.
Bin schon älter. Macht nicht sowas mit mir. Ich dachte vorher schon Handspiel von Ayala. Von der 7, von der Kapitänin. Oh, war das abseits. Puh, beim Schuss von Oshuala. Müsst ihr nochmal sehen. 5 Minuten noch. Regulär. Da ist sie wieder. Azizat Oshuala. Gegen Wedemeyer. Oshuala zündet. Gideon stellt den Körper da rein. Macht das clever, macht das geschickt. Aber das war eng. So, jetzt haben wir es nochmal. Jetzt achten wir auf den Schuss. Ne, ich glaube, das war kein Abseits. Das Bild bleibt natürlich zur völlig verkehrten Zeit stehen. Beim Schuss war es kein Abseits. Nächste Chance Nigeria. Kemper! Und weg damit! Boah. Um Himmels Willen, was ist da hinten jetzt los? Zwei Riesendinger für die Nigerianerinnen. Also, um das ganz kurz nochmal festzuhalten, der Treffer hätte zählen müssen. Klar, ganz, ganz eng, ganz, ganz schwierig auch zu sehen für die Assistentin. Das geht so schnell. Kemper war hier aber entscheidend dran. Jetzt nimmt das hier nochmal richtig Fahrt auf und Dramatik. Drei Minuten regulär. Zittern, 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 zittern. Also ich würde mir ganz gerne noch mal die Abseitssituation anschauen. Da war noch eine. Nicht ganz genau gesehen, ob die Nigerianerin, die eben noch auf der Linie da stand, den Ball noch touchiert hat. Wenn die, dann ja. Dann war es abseits. Ich dachte, der Kopfball wäre schon drin gewesen. Also sollte die noch dran gewesen sein, dann klar, dann ist es abseits. Da sind wir uns natürlich alle einig. Ich hatte das Gefühl, dass sie nicht mehr dran gewesen ist. Wurscht, 0-0. Letzte Minute läuft. Wie viel lässt die Unparteiische hier nachspielen? Sie ist die Chefin. Sie entscheidet. Caroline Schena. Oder passiert hier noch was? Einwurf Deutschland.
Ich muss eins sagen, 3 Minuten Nachspielzeit, das wollte ich jetzt nicht sagen, sondern überragend. Ich gehe jetzt mal ganz kurz zum Du über, wie ihr alle mitmacht, liebe Fußballfreaks in der heutigen Nacht, auch in den sozialen Netzwerken. Ich habe es ja jetzt auch gerafft, warum sie das Bild da angehalten haben, wenn die tatsächlich dann die Spielerin auf der Linie an den Ball gegangen ist. Ich hatte das Gefühl, dass sie eben nicht mehr dran war. Sei es drum, wie man so schön sagt. Gut, Chichi ist weit draußen, bindet sich da gegenseitig. Also ich glaube, wir haben das aufgelöst. Ich habe es dann auch kapiert. Kommt dann manchmal vor, wenn man nur noch auf eine Situation achtet. Will mich da gar nicht rausreden. Fehler Hagemann. Strich. Zwei Minuten. Kemper. Ayala. Zeit, Bremer. Gut, Panfil. Aber wie viele Nigerianerinnen da wieder hinter dem Ball sind. Erstaunlich. Debritz. Nein. Es wird wohl Verlängerung geben. Also Kaffee aufsetzen. Ich gehe das ganz genau auch ein, nur keine Kaffeemaschine da. Nein, alles gut. Man ist, also ich bin so gespannt. Und würde jetzt auch, wenn ich es mir zu Hause angucken würde, als ganz normaler Zuschauer, so wie Sie, so wie ihr, Schlaf wird überbewertet. Sunday. Halbe Minute der Nachspielzeit verbleibt noch. Nochmal Eckball Nigeria. Nochmal. Konzentriert euch. Liebe DFB-Mädels. Das ist sowas wie die möglicherweise letzte Szene in dieser Partie. Das merken auch die Zuschauer hier. Das weiß Maren Meinert. Sie kann jetzt nicht mehr eingreifen. Kurz ausgeführt. Schlecht gemacht. Und wir haben wir die Verlängerung, denn die Nachspielzeit ist jetzt um. Wir haben die Verlängerung. Zweimal 15 Minuten stehen an. 0:0. Nach insgesamt 93 Minuten zwischen Deutschland und Nigeria in diesem U20-WM-Finale. In Kanada, hier im Olympic Stadium in Montreal. Beide Teams haben in jeder Partie getroffen. Im Finale erstmal nicht. So, natürlich gibt es jetzt mal ein paar Minuten Verschnaufpause hier. Ja, Maren Meinert deutet es an. Viel trinken, Elektrolyte aufnehmen. Und man zieht sich zusammen. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Situation. Also hier beim Schuss kein Abseits. Da sind wir uns einig. Kemper hält überragend. Jetzt der Kopfball. Logisch, dann ist es Abseits von Ayala. Und ist sie da dran oder nicht? Und, boah. Puh. Also... ich glaube ja, dass sie den Ball erst reindrischt, nachdem er die Torauslinie, die Torlinie überquert hat. Fahren geht hoch, als sie den Ball rein.
Rutsch von der Assistentin, die der Meinung war, sie hat den Ball auf der Linie noch reingedroschen. Warum er überhaupt geht, ist da schon ein bisschen Allerabfunk. Wir haben lange Tränen. Wenn Sie das so genau angucken, dass es auch hinter der Linie sein könnte, dann reden wir andere Verhältnismäßigkeiten. Dann hätte der Treffer nämlich fehlen müssen. Hilft ja alles nichts.